Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Wie ihr bereits in dem Titel gelesen habt, werde ich heute dieses Panzerglas im Protection Level 9 von der Marke Hammer auf ein iPhone 7 anbringen und einfach mal schauen, ob sich das Panzerglas so spielend einfach anbringen lässt, wie es der Hersteller Hammer in seinem Werbevideo verspricht. Lasst uns loslegen. Dann wollen wir als erstes mal schauen, was sich so alles in der Verpackungseinheit befindet. Hier eine kurze Bedienungsanleitung, ein bisschen Reinigungszubehör und die Klebeetiketten und natürlich hier das Panzerglas an sich. Als erstes entfernen wir einfach das alte Panzerglas. Anschließend wird das Display und das ganze Handy mit etwas Glasreiniger komplett gereinigt. Nun lege ich das Panzerglas auf das Display des iPhones und schaue, wie gut die Passgenauigkeit ist. Anschließend nehme ich mir schon mal einen Klebestreifen und versuche das Panzerglas so exakt wie möglich auszurichten. Ist das geschafft, fixiere ich das Panzerglas mit dem Klebestreifen am Gehäuse des iPhones. Jetzt kann ich das Panzerglas ganz einfach zur Seite wegklappen, ohne meine Ausrichtung zu verlieren. Damit mir das iPhone nicht hin und her rutscht, benutze ich so eine Silikonunterlage. Jetzt kommt der schwierigste Part, und zwar reinige ich das Glas so lange mit einem Tuch, bis sich wirklich kein einziges Staubkörnchen mehr darauf befindet, bevor ich anschließend die Schutzfolie vom Panzerglas entferne und das Panzerglas auf das Display zurückklappe. Ein kleiner Swipe über das Panzerglas und man sieht, wie der Kleber sich selbstständig an das Display des iPhones ansaugt. Die kleinen verbliebenen Luftbläschen lassen sich spielend leicht mit dem mitgelieferten Tuch einfach zur Seite des Displays ausstreichen. Zu guter Letzt entferne ich noch die obere Schutzfolie und freue mich über ein super Ergebnis ohne Blasen und Staubeinschlüsse. Ja Leute, das Anbringen des Hammer Panzerglases war super einfach, so wie in der Beschreibung beschrieben und auch ja, so wie in dem Intro-Video von Hammer gezeigt. Also wirklich super einfach, innerhalb von 2,5-3 Minuten hat man dieses Panzerglas hier auf seinem iPhone angebracht. Und zwar blasenfrei und wirklich sauber. Worauf ihr aber unbedingt achten solltet ist, dass wirklich die Fläche vom Glas staubfrei ist. Ich bin mehrmals mit dem Glasreiniger drüber, mehrmals mit Mikrofasertuch drüber und auch mehrmals mit diesem hier mitgelieferten kleinen Tüchlein drüber, bis wirklich kein einziges Staubkorn mehr auf dem Display war. Denn wenn ihr dort ganz kleine Staubkörner drauf habt und ihr klappt das Display um und streicht mit dem Finger drüber und der Kleber saugt sich an die Glasscheibe, werdet ihr es definitiv sehen und es sieht super hässlich aus. Was ihr auch noch machen müsst zum Schluss, wenn ihr die zweite Schutzfolie, die oben drauf sich auf dem Panzerglas befindet, abzieht, geht nochmal mit dem Finger am besten hier über diese Kanten komplett lang, damit sich dieses Panzerglas hier auch an den Ecken richtig schön ansaugt an das Glas vom iPhone. Also ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und wenn das so sein sollte, lasst mir einen Daumen hoch da. Ihr dürft natürlich auch gerne was in den Kommentaren hinterlassen und ich würde sagen, bis zum nächsten Video, euer Chris von BrainX. Ciao!